Hallo, meine Lieben, ich habe heute für euch diese drei Bücher, die ich euch vorstellen möchte. Und zwar habe ich einmal Amandas Suche gelesen gehabt und ich musste sagen, ich hatte mir ja nicht den Klappentext durchgelesen. Also ich bin einfach, sage ich jetzt mal, von der Cover und von dem Titel habe ich mir was ganz, ganz anderes vorgestellt darunter. Und dieses Büchlein war ja mal in einem Tauschpaket drinne, beziehungsweise habe ich mal geschenkt bekommen. Ich weiß nicht mehr, Tauschpaket oder geschenkt bekommen, Überraschungspaket. Auf jeden Fall habe ich ja, es von jemand anderen bekommen. Und ja, was soll ich sagen? Erstmal, dieses Büchlein hat 477 Seiten und ist im Suhrkamp Verlag erschienen. Und es wird als Roman betitelt. Ein Roman ist es nicht. Es ist ein Krimi. Und zwar ein sehr, sehr spannender Krimi. Hier geht es um Amanda. Und Amanda lernen wir so ein bisschen kennen. Sie ist so ein bisschen ruhig. Ja, sie interessiert sich für ein bestimmtes Thema und zwar für Kriminalfälle. Sie ist noch ein Teenager. Und ja, sie versucht natürlich Fälle zu lösen und gründet daraufhin eine Gruppe im Internet. Und zwar die, ach, wie hieß denn die Gruppe nochmal? Sie gründet auf jeden Fall so eine Gruppe im Internet. Weiß schon gar nicht mehr. Ja, genau, auf jeden Fall gründet sie halt so eine Gruppe. Und weil ein Mord passiert ist, nämlich an einem Nachtwächter. Also ja, das ist halt so ein Nachtwächter, der sozusagen, oder Hausmeister von einer Schule. Und ja, dieser wurde angeblich zu einer bestimmten Uhrzeit gesehen. Und wie er noch wegfuhr und dann später ist er halt tot in der Turnhalle gefunden wurden. Und ja, Amanda und ihre Freunde. Amanda gründet diese Gruppe natürlich mit ihrem Großvater. Und ihre Eltern sind geschieden, das lernen wir auch kennen. Wir lernen auch sozusagen die Geschichte ihrer Eltern kennen, wie sie sich kennengelernt haben. Ihr Vater war nämlich mal Profi-Footballspieler, Baseballspieler. So eine typische amerikanische Sportart halt, die auf Highschoolen so betrieben werden. Aber ich glaube, es war Football. Quarterback. Irgendwas, sowas. Und er ist heute, zur heutigen Zeit, Inspektor bei der Police. Also bei der Polizei. Und das passt natürlich am Ende super gut, weil so kommt sie natürlich auch an Informationen, die nicht vielleicht gerade durch die Presse oder ja so bekannt gegeben werden und so will sie sozusagen ihrem Vater Tipps geben und dabei helfen, den Mörder zu finden. Und es passieren natürlich immer mehr Mordfälle, die passieren immer unterschiedlich und ihr Vater ist felsenfest davon überzeugt, dass das halt verschiedene Morde sind und Amanda ist davon überzeugt, dass es ein Serienmörder ist. Und wie sie dazu kommt, und das müsst ihr auf jeden Fall selber herauslesen. Irgendwann wird natürlich auch ihre Mutter ist dann in Gefahr. Und ja. Und es ist mehr so tagebuchartig geschrieben. Also wir haben den Mittwoch, den 1.11. und dann Donnerstag, der 2.11. Also das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Wir lernen natürlich auch noch andere Leute in Amandas Leben kennen. Und ja. Und ob Amanda sozusagen ihre Mutter suche und finden kann, das müsst ihr natürlich selber herauslesen. Und ich muss sagen, ich fand das richtig, richtig spannend und ich habe damit wirklich überhaupt nicht gerechnet. Und auch die Zusammenhänge, das fand ich so toll. Einer in ihrem Internet-Chat-Gruppe, also sie ist sozusagen die Leiterin dieser Chat-Gruppe, hat sich Sherlock Holmes genannt.
Und der kommt natürlich auch wieder mit so genialen Einfällen wie Holmes. Und ja, jeder hat sich einen Charakter in diesem Chatroom ausgedacht und tut dementsprechend halt auch so argumentieren nach seinem Charakter, den er selber erstellt hat. Und fand ich richtig toll, absolut fesselnd. Ich kann es euch wärmstens nur empfehlen. Hat perfekt in den November reingepasst, ohne dass ich wusste eigentlich, um was es geht. Also ja, hat mir Riesenspaß gemacht, hat ganze 5 Sterne von mir bekommen. Ja, ich verlinke euch wie immer alle Bücher unten in der Infobox. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Danach habe ich gelesen gehabt, wo ich auch nur das Cover und den Titel gelesen hatte. Und ich habe es auch mal geschenkt bekommen. Ich glaube von meiner Mama, wenn mich nicht alles täuscht, bin mir aber überhaupt nicht sicher. Und zwar Irgendwo im Glück mit 459 Seiten. Es ist im Rowohlt Verlag, also im Rowohlt Verlag erschienen. Und ja, ich war wirklich so geschockt, weil ich damit nicht gerechnet habe. Ich habe wirklich gedacht, Irgendwo im Glück klingt so nach Liebesroman, wie so Nicholas Sparks vielleicht so in die Richtung. Hier geht es um eine Frau, Macy, die ein Buch geschrieben hat und ja, am Anfang dieser Geschichte kriegen wir halt mit, dass sie auf so einer Vorlesung ist und dass sie gerade auf die Tribüne geht. Dann stellt sie sich so vor, hält die Rede und fängt halt an, ihre Geschichte vor Publikum vorzutragen. Und diese Geschichte, die hat es faustdick hinter den Ohren, weil Macy so viel durchgemacht hat. Sie hat ihren Sohn verloren, sie hat eine richtig grausame Ehe durchlebt, bis es zur Scheidung kam. Sie hat eine demente Mutter zu Hause, die sie natürlich pflegt, zusätzlich noch eine pubertierende Tochter. Und ja, und dann kommt natürlich der Schicksalsschlag, wo sie ihren Sohn verliert und nebenbei hat sie auch noch ein Date und lernt auch noch einen neuen Mann kennen in ihrem Leben. Und ja, das ist alles so bewegend und rührend gewesen. Und Macy will eigentlich mit ihrer Geschichte anderen die Augen öffnen, damit es anderen Leuten, die selber so sind oder selber so leben, ja, sich nicht mehr verstecken brauchen. Und sie will sozusagen einer Minderheit in unserer Gesellschaft Mut geben, dass andere aufmerksam auf dieses Thema gemacht werden und offener damit umgehen, damit die Leute, die sozusagen in der Minderheit damit umgehen müssen, sich nicht mehr verstecken brauchen, keine Angst mehr davor haben zu müssen, dass halt wirklich kein Sohn oder Kind in der Hinsicht mehr verschwinden muss, sterben muss oder sonst dergleichen was. Und oben steht noch drauf, du bist Mutter, Tochter, Freundin. Die Liebe endet nie, der Schmerz endet nie. Das allerschönste Buch, einfühlsam, schonungslos, warm, authentisch und mutmachend. Randvoll mit Leben. Es wird sie fesseln bis zum Ende. Und das hat es wirklich getan. Es hat mich bis zum Ende gefesselt. Ich habe wirklich überhaupt nicht damit gerechnet. Und ja, ich kann es euch wärmstens nur empfehlen. Schaut auf jeden Fall mal unten in der Infobox vorbei. Es hat ganze 4,5 Sterne von mir bekommen. Und ja, es hat deswegen keine 5 Sterne von mir bekommen, weil es an einigen Stellen von der Geschichte, man erfährt schon was Dramatisches und dann auf einmal erfährt man, dass es eine Person gab, die das Dramatische schon verhindert hat, indem sie noch was Dramatischeres gemacht hat. Also ich finde, das war so ein bisschen too much an einigen Stellen, dass man dann nochmal gedacht hat, okay, komm, es ist zwar schon viel Drama drin, viel Drama auf die emotionale Ebene, meine ich mit dramatisch, dass es eh schon eingepackt hat, weil man sich vielleicht reinversetzen konnte in die Person, weil es einem selber schon passiert ist oder weil man sich vom Schreibstil her perfekt reinversetzen kann und nachfühlen kann. Und dann nochmal dieses
da muss jetzt noch mal was oben drauf und da muss jetzt noch mal was oben drauf. Und das fand ich an einigen Stellen wirklich too much. Das, was ich positiv wieder anrechnen muss, es ist in verschiedenen Perspektivwechseln geschrieben. Also wir haben mal halt die Sicht von ihrem Sohn, dann haben wir die Sicht von Maisie, dann haben wir mal die Sicht von dem einen Typen da, Bridie und Fred. Und ja, man muss aber bedenken, dass das Ganze auch so ein bisschen tagebuchartig geschrieben ist. Also der Prolog, da stellt sie sich erstmal vor und dann fangen wir an, Januar 1995. Da fängt diese ganze Geschichte an. Oder halt der eine Teil ihrer Geschichte. Sie hat natürlich auch wieder Rückblenden, wo sie sozusagen ja, die Geschichte aus ihrer früheren Ehe beziehungsweise aus ihrer Ehe dann noch erfährt. Aber ja, hier ist es auf jeden Fall selbst. Es geht wirklich an die Nieren. Ich glaube, Triggerwarnung ist nicht drinne. Hier steht noch ein erschütternder, großartiger Roman, der vor allem eins macht: Mut. Das Thema ist heftig, der Ton ist aber sanft. Die Chronik des tapferen Todes. So kann man das Ganze auch beschreiben. Also, es ist wirklich sehr, sehr berührend, aber es ist halt nicht in diesem herben, direkten Ton. Es ist schon irgendwie direkt, aber so ein bisschen einfühlsamer. Sozusagen so ein. Also man liest zwischen den Zeilen dieses Direkte heraus, aber es ist so ein bisschen, ja, liebevoll geschrieben. Danach habe ich was Lustiges lesen müssen, weil das war einmal zu auffühlen von Krimi und einmal zu auffühlen von Emotionen. Danach brauchte ich was Lustiges. Was Lustiges fürs Herz. Und da habe ich Mises Karma hoch 2 gelesen gehabt mit 313 Seiten. Und ja, was soll ich sagen? David Safir hat mich natürlich wieder gepackt. Er konnte mich wieder voll und ganz von seinem Schreibstil überzeugen. Und ja, es ist einfach nur so richtig genial gewesen. Wir haben unsere Hauptprotagonistin Daisy. Und ja, Daisy lebt in einer WG, ist so ein bisschen faul, das Ganze. Sie sieht das Ganze so locker. Normales Arbeiten ist eigentlich gar nicht ihr Ding. Sie will Schauspielerin werden und sie ist voll da felsenfest davon überzeugt, dass sie die größte und großartigste Schauspielerin ist, die es nur gibt. Und sie wartet eigentlich nur noch auf diese eine perfekte Rolle. Und als ihr Agent natürlich sie anruft und sagt: Hey, du darfst im neuen Bond mitspielen. Zwar nicht als Hauptdarstellerin, sondern als Nebendarstellerin. Ist sie erstmal mega happy, sie darf im Bond mitspielen. Das ist ihr großes Ding, auf das sie gewartet hat. Damit wird sie mega berühmt und damit landet sie bald in Hollywood. Und ja, dann kommen natürlich so ein paar Sachen auf den Weg zu dem Casting, die natürlich schief gehen. Und es ist so lustig geschrieben und Daisy hat natürlich, so, sage ich jetzt mal, eine innerliche To-Do-Liste. Und ja, so landen einige Sachen auf den unteren Plätzen, was natürlich nicht auf der Top 1 der schlimmsten ist, was ihr jemals passiert ist, sondern vielleicht nur auf Platz 7 oder so. Also ja, dann lernen wir natürlich noch Mark kennen. Mark ist der. Ja, der Star schlechthin, er ist berühmt ohne Ende, man kennt ihn aus so vielen Zeitschriften, er hat eine perfekte Ehe, er hat den berühmtesten Hund, Pupsi schlechthin, dieser Hund heißt ohne Spaß Pupsi, und ja, es ist der berühmteste Hund schlechthin und Mark bestimmt nicht nur, wie dieser Film abläuft und hat nicht nur das letzte Wort bei bestimmten Entscheidungen und Ideen, sondern er stand selber mal vor der Kamera und hat sich als Schauspieler sozusagen bis an die höchste Stelle hochgearbeitet. Und ja, Daisy ist natürlich mega begeistert und kennt sich in der Hinsicht voll aus. Und ja, durch ein Missgeschick
sterben natürlich beide und werden als Ameise wiedergeboren, was natürlich schon mal genial ist, weil schon allein wie sie sterben, das ist so mega lustig. Damit rechnet man überhaupt nicht, obwohl man, wenn man Daisy natürlich am Anfang denn schon ein bisschen kennenlernt, geht man natürlich davon aus, dass es jetzt kein dramatischer Tod ist. Klar, das Thema Tod tut David Safir natürlich mit Humor und Spaß und Fun Fact, ja, ein bisschen übertrieben darstellen und ja, dass man halt offener und lustiger an die Sache rangeht und nicht nur dieses Dramatische und aber wie gesagt, sie werden als Ameisen wiedergeboren, diese beiden, und ja. Und Buddha erscheint ihnen mehrfach und ja. Wie oft sie wiedergeboren werden müssen, damit sie verstehen, was das Eigentliche ist und wie man gutes Karma sammelt und ja. Um im Nirvana enden zu können. Das haben wir ja schon aus seinem ersten Buch, Mieses Karma, gelernt. Und ja, ich finde auch hin die Fische einfach so genial. Und wie die zwei sich immer anzicken und welche Leute sie natürlich oder welche Charaktere sie natürlich noch kennenlernen, die auch wiedergeboren sind und versuchen, gutes Karma zu sammeln. Müsst ihr natürlich selber herauslesen. Es ist auf jeden Fall eine riesengroße Leseempfehlung für euch. Was ich natürlich diesmal schade fand, es sind, man ist ja sonst immer gewohnt, dass man auch mal so ein paar Illustrationen findet, vorfindet bei David Safir seinen Büchern. Leider kommt es diesbezüglich eher weniger diesmal drinne vor, bis gar nicht. Und nichtsdestotrotz, der locker, leichte, fließende Schreibstil ist gleich geblieben. Und ja, ich kann es euch wärmstens empfehlen. Es erwärmt einem das Herz, man ist super gut unterhalten und man kann sich gar nicht mehr verlachen. Und ja, schaut es euch an. Ich verlinke es euch unten in der Infobox. Schaut auf jeden Fall rein, lest euch den Klappentext durch. Und ja, das waren meine drei Bücher, die ich euch vorgestellt habe. Es war natürlich nur gute dabei. Es sind jetzt keine Highlights gewesen, weil jeder auf eine andere Art und Weise mich gefesselt, überrascht und begeistern konnte. Klar, David Safir ist einer meiner Lieblingsautoren. Es ist schon irgendwie Highlights dabei, weil es waren jetzt keine schlechten Bücher, die ich mir rausgesucht habe, schon gute. Aber ich könnte mich natürlich jetzt nicht festlegen. Und David Safir würde ich auf jeden Fall rereaden wollen. Bei den anderen zwei weiß ich gar nicht, ob ich die rereaden möchte, weil die mich so in einem emotionalen Tief gebracht haben. Also sie waren schon gut und fesselnd, aber die haben mich halt irgendwie emotional runtergezogen. Und David Safir ist so lustig und das kann man ständig lesen, weil es ist lustig, es ist humorvoll, es ist ein bisschen Spaß mit drinne, ein bisschen Sarkasmus mit drinne, die Charakter, die lernt man, auch wenn sie am Anfang so voll die Dödels sind, lernt man sie irgendwie trotzdem lieben und mögen. Und ja, deswegen, ja. Ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!